Kapitel 1. Was ist Streitkultur? Was verbindet ihr mit Streit? Häufig ruft Streit negative Assoziationen hervor. Ärger in der Familie darum, wer den Müll rausbringt oder das Geschirr spült. Aggressive Diskussionen im Freundeskreis, bei denen es eigentlich nur ums Recht haben geht. Solche Assoziationen mit Streit sind weit verbreitet. Das liegt daran, dass Streit zu häufig stark emotionalisiert ist, wütend gestritten wird und vor allem zuvor keine Regeln festgelegt wurden. Bei Streitkultur geht es darum, wie wir streiten, ob zu Hause oder in der Politik. Wir müssen unsere Streitkultur gestalten, gerade in Zeiten, in denen der Populismus erstarkt und Sprache zunehmend verroht. Gilt es, darüber zu diskutieren, wie eine angemessene Streitkultur auszusehen hat, auch in den sozialen Medien. Das hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache 2018 betont. Ich habe den Eindruck, wir Deutschen sprechen immer seltener miteinander. Und noch seltener hören wir einander zu. Wo immer man hinschaut, erst recht in den sozialen Medien. Da wird gegiftet, da ist Lärm und tägliche Empörung. Und mehr noch als der Lärm von manchen besorgt mich das Schweigen von vielen anderen. Immer mehr Menschen ziehen sich zurück unter ihresgleichen, zurück in die eigene Blase, wo alle immer einer Meinung sind. Auch einer Meinung darüber, wer nicht dazugehört. Nur, so sehr wir uns über andere ärgern oder sie uns gleich ganz wegwünschen, eines gilt auch morgen noch. Wir alle gehören zu diesem Land, unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe, von Lebensanschauung oder Lieblingsmannschaft. Das ist das Schöne und das Anstrengende an der Demokratie zugleich. Wir müssen wieder lernen zu streiten, ohne Schaum vor Mund und lernen, unsere Unterschiede auszuhalten. Wer Streit hat, kann sich auch wieder zusammenraufen. Daran wollen wir uns bei unserer Recherche orientieren und dabei den Fokus auf europäische Politik setzen. Wir haben dazu unter anderem Interviews mit zwei Europaabgeordneten geführt. Wir wollten von Frau Peter Kammer-Effert von der SPD und von Herrn Moritz Körner von der FDP wissen, was Streitkultur für Sie bedeutet. Ja, Streitkultur ist für mich, wenn man sich über ein Thema, ich sag mal, freundschaftlich auseinandersetzen kann, unterschiedliche Meinungen austauschen kann, aber in einer Art und Weise, die fair ist, die den anderen zu Wort kommen lässt, den anderen auch erstmal akzeptiert in seiner Position und dann natürlich durchaus auch versucht, den anderen von seiner eigenen Position zu überzeugen, und zwar mit der Kraft des besseren Arguments. Ja, ich denke, Streitkultur macht aus, dass ich mal unterschiedlicher Meinung sein kann, unterschiedliche Positionen haben kann und trotzdem friedlich, höflich miteinander umgehe. Und das ist, glaube ich, in der Demokratie ganz wichtig. Kapitel 2. Aber warum? Warum ist es gerade jetzt und gerade in Europa wichtig, eine gelungene Streitkultur zu etablieren? Nur durch politischen Streit können sich Freiheit und Demokratie entwickeln. Durch Austausch von Argumenten und Fakten können die unterschiedlichsten und gegensätzlichsten Positionen zu Kompromissen gelangen. Das ist das Fundament einer jeden Demokratie. Ganz gleich, ob im Privaten oder zwischen Politikern über politische Entscheidungen gestritten wird. Für die Demokratie hat beides eine enorme Bedeutung. Für die Europäische Union gilt das in besonderem Maße. Hier muss die besondere Herausforderung gemeistert werden, Lösungen zu entwickeln, die auf unterschiedlichste Lebensverhältnisse, Interessen, Kulturen und Situationen eingeht. Wir haben Frau Kammer-Effert gefragt, warum gerade für Europa eine gelungene Streitkultur besonders wichtig ist. Weil es natürlich in Europa viel stärker als im nationalen Zusammenhang darum geht, ganz unterschiedliche politische Positionen, aber auch unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Herangehensweisen auch an Politik unter einen Hut zu bringen. Das macht es natürlich manchmal ausgesprochen schwierig, und deshalb ist natürlich eine Streitkultur besonders wichtig, weil man trifft sich immer zweimal im Leben und man muss auch nach einer politischen Auseinandersetzung weiter miteinander arbeiten und weiterhin, ich sag mal, bereit sein und fähig sein, auch Kompromisse zu finden und miteinander zu diskutieren und miteinander zu streiten. Und deshalb ist natürlich so eine Streitkultur bei uns, ich sag mal, noch viel wichtiger. Und wir pflegen hier wirklich im Europäischen Parlament einen ausgesprochen kollegialen Umgang miteinander, in der Regel jedenfalls. Beide von uns befragten Abgeordneten halten die Streitkultur im Europäischen Parlament für ausgesprochen gut, sehen allerdings auch Schwachstellen an einigen Ecken. Also ich habe das bisher immer so erlebt, dass es hier eigentlich eine sehr gute Streitkultur gibt. Das hängt auch damit zusammen, dass wir in Europa natürlich ein bisschen anders arbeiten, als das so im Deutschen Bundestag der Fall ist.
wir haben ja nicht so diese Konfrontationsstellung zwischen hier die Regierungsfraktionen und da die Oppositionsfraktionen, sondern wir haben es ja immer mit, wenn man so will, mit zwei Mitspielern zu tun. Einmal mit der Europäischen Kommission, die uns die Gesetzesvorschläge macht, und auf der anderen Seite mit dem Rat, mit dem wir immer gemeinsam diese Gesetze verabschieden müssen. Das zwingt grundsätzlich erstmal zum Kompromiss, weil natürlich die Positionen unterschiedlich sind. Und auch hier im Europäischen Parlament haben wir, seitdem ich hier im Parlament bin, auch eine Situation, wo eigentlich keine der großen Fraktionen eine eigene Mehrheit hat und sozusagen die anderen dominieren kann, sondern wir sind immer darauf angewiesen, in jedem Einzelfall Mehrheiten zu suchen. Also ich glaube, da gibt es zwei Dimensionen. Hier im Europäischen Parlament, glaube ich, ist die Streitkultur sogar besonders gut, weil es weniger ist als im Landtag oder im Bundestag, wo es Regierungen und Opposition gibt, und dann, wenn man die Regierung findet, immer alles toll und die Opposition ist immer dagegen, sondern hier suchen wir halt häufiger im Parlament wirklich Kompromisse über Parteigrenzen hinweg, und deswegen ist man vielleicht auch ein bisschen offener für das gute Argument des anderen. Wenn wir aber in den Rat schauen, also die Vertretung, wo die Mitgliedstaaten, wo die Regierungen sitzen, dann sehen wir da doch, wenn wir zum Beispiel beim Thema Migration, da gibt es die Positionen ganz weit auseinander und da bewegt sich eigentlich niemand. Und da ist es dann, liegt es dann so ein bisschen daran, dass wir in Europa keine gemeinsame Öffentlichkeit haben, sondern dass das alles sozusagen sehr national diskutiert wird. Und da würde ich sagen, muss die Streitkultur noch ein bisschen verbessert werden, damit wir zu mehr guten Kompromissen kommen. Voraussetzung für das Funktionieren der EU ist also eine Streitkultur, die grundsätzliches Verständnis gegenüber der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner und dessen Perspektive mitbringt und argumentative, offene und unideologische Diskussionen ermöglicht. Denn politischer Streit ist nicht nur politischer Streit. Er geht auch fließend in das Handeln der Menschen über. Grausame Anschläge wie die rechtsextremen Gewalttaten in Halle zeigen, unsere Sprache hat Folgen, auch im realen Leben. Eine verrohte Sprache und eine zerstörte Streitkultur führen zu Hass, Hetze und langfristig einer Spaltung der Gesellschaft. Es bilden sich schließlich Filterblasen, die den Austausch zwischen den Teilen der Gesellschaft weiter erschweren. Aber eine funktionierende Debattenkultur schützt uns auch vor Fake News, Populismus und medialer Manipulation aus dem Ausland, insbesondere aus China und Russland. Denn sie hält die Europäer durch Beteiligung an dem politischen Prozess der Diskussion zusammen. Wenn alle Meinungen berücksichtigt oder argumentativ geschlagen werden, kann sich niemand mehr beschweren. So wird die EU von innen gegenüber Populismus und Meinungsmache geschützt. Es ist wichtig für Europa, den Manipulationsversuchen aus autoritären Staaten mit einer vernünftigen Streitkultur entgegenzuwirken, denn sie gefährden nicht nur den für die Demokratie unerlässlichen Austausch von Argumenten, sondern die Stabilität der EU insgesamt, die sich in der letzten Zeit insbesondere aus dem Vereinigten Königreich immer stärker Falschbehauptungen ausgesetzt sehen musste. Anhand von Beispielen wollen wir euch nahebringen, was für Auswirkungen eine schlechte Streitkultur haben kann und warum es daher wichtig ist, miteinander zu streiten. Wir wollen uns dazu zunächst den Fall Bernd Lucke anschauen. Wer ist Bernd Lucke? Bernd Lucke ist Professor für Makroökonomie an der Universität Hamburg. Er war 2013 maßgeblicher Mitbegründer der Partei Alternative für Deutschland, AfD, für die er 2014 als Spitzenkandidat in das Europäische Parlament einzog. Im Juli 2015 trat er aus der AfD aus, dem diese zu fremdenfeindlich geworden ist. Im Jahr 2019 begann Lucke wieder an der Universität Hamburg als Professor für Makroökonomie zu unterrichten. Am 16. Oktober 2019 musste Bernd Lucke seine Vorlesung an der Universität Hamburg abbrechen, nachdem sie von protestierenden Studenten gestört worden ist. Der ehemalige AfD-Funktionär wurde lauthals als Nazischwein beschimpft, da er laut den Protestanten für die politische Macht der AfD mitverantwortlich sei. Es kam zu verbaler und körperlicher Gewalt, bis die Vorlesung schließlich 2 Stunden nach Beginn durch die Polizei abgebrochen werden musste. Also ich glaube schon, dass Herr Lucke sich mit der Frage auseinandersetzen muss, was er eigentlich mit dieser Partei, zu deren Gründern er ja gehörte, was er da mit dieser Partei geschaffen hat. Ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er die jetzige Ausrichtung der AfD, er ist ja dann auch irgendwann ausgetreten, dass er das unterstützt. Aber ich glaube, die Frage muss er sich gefallen lassen, welche Verantwortung er dafür trägt. Wie lässt sich der Fall Lucke also unter dem Gesichtspunkt der Streitkultur einordnen? Dass das in Hamburg ganz offensichtlich ja völlig aus dem Ruder gelaufen ist.
ist dann nochmal eine andere Frage. Ich glaube, das hat dann auch nichts mehr mit Streitkultur zu tun. Das ist so ein bisschen, also ich finde halt ganz grundsätzlich, wenn man mit jemandem nicht da einer Meinung ist, irgendwie was zu blockieren, meistens relativ dämlich. Also da neigen wir aber so ein bisschen zu irgendwie in letzter Zeit. Aber woran das liegt, ob das auch an Social Media liegt, weiß ich jetzt nicht. Ich würde auch nicht alles irgendwie auf Social Media schieben. Es ist auf jeden Fall ein bisschen das Gefühl, dass wir stärker in so eine Richtung gehen, dass man sich nicht unbedingt mehr gut zuhört und zu einer offenen Streitkultur kommt. Andere Meinungen mit falschen Behauptungen und Beschimpfungen zu diffamieren, wie gegenüber Lucke passiert, ist kein Anzeichen für eine gelungene und konstruktive Streitkultur. Stattdessen sollte auf Augenhöhe und argumentativ auf die gegenüberliegende Partei eingegangen werden, auch oder gerade wenn man sehr unterschiedliche Positionen vertritt. Andere Meinungen, und seien sie noch so weit von der eigenen Sichtweise entfernt, geht es nicht mit stumpfen Beleidigungen zu übertönen, damit auf inhaltlicher Ebene und respektvoll gestritten werden kann. Sollte beim politischen Streit das bessere Argument und nicht die Lautstärke, mit denen die Thesen vertreten werden, ausschlaggebend sein. Um die Relevanz von einer konstruktiven Streitkultur betonen zu können, wollen wir uns auch mit Hate Speech im Internet und der Entwicklung von Streitkultur in den sozialen Medien befassen. Dazu haben wir Herrn Körner und Frau Kammer-Evert gefragt, welchen Einfluss die sozialen Medien auf die Streitkultur haben. Also ich glaube, soziale Medien haben schon mittlerweile einen großen Einfluss, weil, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet, wenn man eben, die Aufmerksamkeit, die man in sozialen Medien bekommt, ist eigentlich danach gerichtet, wie viel Reichweite erzielt der Post. Und umso extremer und umso sozusagen wilder das Argument, das sieht man ja bei Trump. Ja, also der tweetet den ganzen Tag irgendeinen Unsinn, aber alle regen sich auf. Selbst die nicht zustimmen, lesen das, regen sich darüber auf und erzeugen wieder neue Reichweite. Und Reichweite gewinnt dann einfach, weil er sozusagen einfach am meisten hört. Ich glaube, dass man darüber nachdenken müsste und da auch mal mit den sozialen Medien, mit den Plattformen, mit den Konzernen sprechen müsste. Haben wir nicht auch Probleme durch unsere sozialen Medien, dass man nicht unbedingt mit Upload, Filtern und Löschen und so weiter, wie man das jetzt irgendwie versucht, rangeht, sondern dass man sich einfach mal fragt, ist denn mancher Algorithmus so klug? Ist es so klug, dass wir zum Beispiel, wenn ein rechtsextremes Video irgendwo im Internet ist, ich direkt sozusagen von YouTube noch die 10 nächsten rechtsextremen Videos angeboten bekomme, damit ich mich da sozusagen nach und nach mehr radikalisieren kann, indem ich dann nochmal die 10 weiteren Videos gucke? Also ich glaube, darüber müsste man nachdenken, weil sonst haben wir so ein bisschen das Problem, dass die extremen Positionen stärker wahrgenommen werden und dass die Menschen so ein bisschen auch nur noch das lesen oder durch soziale Medien was die ihre Meinung, die sie haben, schon bestätigt. Also ich glaube schon, dass die sozialen Medien die Form der Streitkultur verändert haben, weil es natürlich ein Stück weit einfacher ist, die Regeln des guten Benehmens zu verlassen, wenn man dem Gegenüber nicht in die Augen gucken kann oder nicht in die Augen gucken muss. Also ich glaube, im persönlichen Gespräch, in der persönlichen Auseinandersetzung ist die Hemmschwelle, beleidigend zu sein, deutlich größer, als wenn ich das anonym über ein Social-Media-Netzwerk mache. Und insofern, und das zeigt sich ja auch sehr häufig, dass gerade durch die Form auch von Anonymisierungen oder dass man jemandem nicht direkt gegenüber sitzt, dass Hasskommentare gepostet werden, dass es massenweise Kommentare gibt, die wirklich deutlich unter der Gürtellinie sind, die beleidigend sind, die diskriminierend sind, weil man dem anderen nicht unmittelbar gegenüber sitzt oder ihm in die Augen guckt, sondern das alles irgendwie, ich sag mal, relativ, selbst wenn es mit Klarnamen ist, aber trotzdem immer noch relativ anonymisiert ist, dass das schon ein Stück weit zugenommen hat. Die Bandbreite von Hate Speech reicht von beleidigenden Kommentaren in sozialen Medien oder unter Zeitungsartikeln bis hin zu koordinierten Aktionen durch spezielle Akteure, die sich nur zum Zweck der Verbreitung von Hasskommentaren zusammenschließen.
Außerdem bieten die sozialen Medien die erhöhte Gefahr, dass sich Filterblasen bilden und es zu immer stärkerer Radikalisierung kommt, da die sachliche Konfrontation mit anderen Auffassungen fehlt. Jeder von uns kann zu einer besseren Streitkultur im Internet beitragen, indem er oder sie rassistische, hetzerische oder diskriminierende Beiträge meldet und sich selber an einen grundlegenden Verhaltenskodex und einen respektvollen Umgang hält. Auch die eigene Filterblase gilt es immer mal wieder zu verlassen, um die Konfrontation mit anderen Meinungen zu suchen. Kapitel 3. Was macht also eine gelungene Streitkultur aus? Eine konstruktive Streitkultur ist inhaltlich kontrovers, aber sprachlich bedacht. Nicht die Lautstärke sollte gewinnen, sondern die bessere Argumentation. Daher sollte auf Augenhöhe und mit Respekt gestritten werden. Leidenschaft und Emotionen sind nicht verboten. Der Schwerpunkt sollte aber auf der argumentativen Überzeugung liegen. Ja, ich glaube schon, dass das auch dazu gehört, leidenschaftlich zu sein und auch dann auch mal emotional zu diskutieren. Man muss da, glaube ich, immer ein bisschen, das ist auch ein Stück weit eine Gratwanderung. Wenn man nur emotional diskutiert und nicht mehr rational und auf Fakten basiert diskutiert, dann kommt man in der Regel am Ende nicht wirklich weiter. Sondern man muss, glaube ich, schon in einer solchen Diskussion dann auch faktenbasiert argumentieren und versuchen, mit dem besseren Argument und eben nicht nur alleine mit Emotionen zu arbeiten, weil Emotionen setzen natürlich auch immer das Gegenüber in irgendeiner Form unter Druck oder in Zugzwang. Das tut dann einer solchen Diskussion auch nicht gut. Aber natürlich darf es dann auch mal emotional und leidenschaftlich sein. Und natürlich ist das wie im richtigen Leben. Man hat immer auch Diskussionspartner, mit denen man einfach von der Chemie her nicht wirklich gut kann, die einem vielleicht unsympathisch sind oder sonst was. Da sind Emotionen dann sogar eher schädlich, sondern da muss man dann eher versuchen, das auf einer wirklich rationalen und argumentativen Ebene dann auszudiskutieren, weil wenn man dann der Neigung verfällt zu sagen, ich gehe nicht auf dessen Argumente ein, weil ich den Menschen nicht mag, dann hat man verloren, weil dann kommt man nicht wirklich weiter. Hate Speech, Beschimpfungen und Beleidigungen auf persönlicher Ebene sind auf jeden Fall und unter allen Umständen zu unterlassen. Inhaltlich sollte keine dogmatische Prinzipientreue, sondern zumindest eine grundsätzliche Offenheit für die Position des anderen vorherrschen. Denn das Ziel des politischen Streites ist schließlich der Kompromiss, auch wenn dieser nicht immer erreicht werden kann. Wenn man nur prinzipientreu ist und nie sozusagen bereit ist, auch ein bisschen sich zu bewegen, dann wird man natürlich nie gemeinsam einen Kompromiss finden. Ich würde das immer so sagen, eine gute Streitkultur macht aus, wenn ich wirklich in einem Punkt absolut überzeugt bin und sozusagen prinzipientreu bin, dann habe ich da doch auch bestimmt viele, viele gute Argumente und kann versuchen, den zu überzeugen. Und bei manchen Punkten, wo es dann unterschiedliche Argumente vielleicht gibt, bin ich dann vielleicht auch eher warm bereit zu sagen, na gut, da suchen wir jetzt mal einen Kompromiss. Also das ist immer, was man sozusagen fein austarieren muss, ob man jetzt bei seinen Prinzipien, bei seinem Standpunkt nur bleibt oder ob man nicht auch bereit ist zu sagen, ich bewege mich jetzt und finde den Kompromiss. Aber das ist immer ein schwerer Grad sozusagen. In Bezug auf Populismus stellt sich die Frage, wie mit der AfD und anderen radikaleren Parteien und Bewegungen umgegangen werden kann. Ganz cool. Also am besten ist es eigentlich, wenn man gar nicht so sehr auf sie reagiert, weil das gibt nur wieder neue Möglichkeiten, wo sie sich dann produzieren können. Leider neigen alle dazu, die AfD versucht, die anderen zu provozieren und dann kommen wieder alle und es wird eine Riesendebatte drumherum und dann diskutieren wir eigentlich über irgendeinen Unsinn der AfD und nicht mehr relevante Fragen. Deswegen glaube ich, müssen wir ein bisschen cooler werden einfach an dem Umgang damit und gar nicht so sehr darauf reagieren, die einfach ein Stück weit gelassen ignorieren, weil sie wollen eben gar nicht eine ernsthafte Streitkultur führen, sie wollen Empörung und irgendwie Aufmerksamkeit erzielen und da sollte man ihnen eigentlich gar nicht entgegenkommen. Also ich glaube, man muss versuchen, sie und ihre Argumente zu entlarven und Fakten auch dagegen zu stellen. Ob das gelassene Ignorieren, das Herr Körner hier fordert, einer konfrontativen Streitkultur und der Diskussion auf Basis von Argumenten zugutekommt, ist allerdings umstritten. Klar ist jedenfalls,
Hetze, Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung und gewaltbereiter Extremismus haben in einem konstruktiven und respektvollen Diskurs nichts zu suchen und sollten auf keinen Fall toleriert werden. Ob Political Correctness dazu beitragen kann, solches Fehlverhalten im Streit zu verhindern oder ob es so auch zu Einschränkungen der freien Meinungsäußerung kommen kann, dazu gibt es verschiedene Meinungen. Also ich glaube, Political Correctness, wenn sie so verstanden ist, dass man einfach versucht, Menschen nicht zu verletzen, dann ist sie, glaube ich, schon auch richtig. Auf der anderen Seite darf sie nicht so weit gehen, dass gewisse Dinge gar nicht mehr angesprochen werden oder dass gewisse Dinge von, ich sag mal, den etablierten Parteien nicht mehr angesprochen werden, die Leute aber trotzdem das Gefühl haben, es ist ja da. Also wenn Political Correctness bedeutet zum Beispiel, ich darf überhaupt gar keine Themen mehr, das ist natürlich auch beispielsweise Probleme bei Migration gibt, dass dort auch Kriminalität gibt und ich darf das gar nicht mehr ansprechen, dann überlasse ich dieses Feld ja schon quasi den Rechtspopulisten. Wenn ich aber natürlich nur betone, dass alle Migranten kriminell sind, dann ist es einfach faktisch falsch. Zum Schluss wollen wir uns fragen, was kann jeder von uns für eine bessere Streitkultur tun und was kann vielleicht auch die Politik ihrerseits verbessern? Ich glaube, es immer wieder zu versuchen, Diskussionen auf einer sachlichen, vernünftigen und respektvollen Ebene zu führen. Und wenn Menschen, mit denen man diskutiert, diese Ebene verlassen, sie auch darauf aufmerksam machen, dass man auf der Ebene, auf der Basis nicht weiter diskutieren kann, im Zweifelsfall muss man eine solche Diskussion dann tatsächlich auch mal abbrechen, weil wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, man kommt auch nicht weiter und man kommt nicht übereinander, dann kommt man tatsächlich auch nicht übereinander. Ja. Und dass man dann sagt, okay, komm, wir brechen das jetzt hier ab, das hat keinen Zweck, wir kommen an dieser Stelle nicht übereinander, wir kommen nicht überein. Das kommt auch im Parlament durchaus häufig vor, auch mit Personen, mit denen ich sonst sehr gut zusammenarbeite, gibt es unterschiedliche Positionen, wo man dann einfach sagt, komm, darüber diskutieren wir jetzt nicht, weil da kommen wir nicht übereinander. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Dass man einfach Menschen, die aber die sachliche Ebene verlassen, dass man die dann auch wirklich immer wieder darauf aufmerksam macht und ich sag mal, gute Diskussionen auch vorlebt. Und ich fände es zum Beispiel sehr schön, wenn man das auch in der Schule beispielsweise, ich habe das so nicht gemacht in der Schule, aber wenn man auch in der Schule die Kinder und die Jugendlichen dazu anleiten würde oder anregen würde, einfach solche Streitgespräche, solche Diskussionen auch tatsächlich zu führen, um sich da drin auch zu üben, um auch zu gucken, wie weit kann ich gehen oder wo ist dann der Punkt erreicht, wo ich im Zweifelsfall auch selber unter die Gürtellinie schlage, wo ich nicht mehr sachlich werde, wo ich im Zweifelsfall beleidigend werde oder jemanden für dumm erkläre oder sonst irgendwas, wo man dann sagt, das sind so die Ebenen der Diskussion, wo man dann eigentlich nicht mehr weiterkommt, wenn man, ich sag mal, die sachliche Ebene jetzt jenseits von normalen Emotionen tatsächlich verlässt. Naja, wir müssen alle gucken, dass wir mehr Leute sich beteiligen, sich informieren, man deutlich macht, warum man vielleicht auch Kompromisse braucht, man deutlicher macht, welche unterschiedlichen Standpunkte man hat und man versucht, gemeinsam Lösungen zu finden. Das geht nur, indem die ganze Gesellschaft da sich ernster nimmt, indem sich Menschen engagieren und politisch einbringen und diskutieren und debattieren und informieren. Und da müssen alle sozusagen mithelfen. Streitkultur hat sich im Laufe unserer Recherche zunehmend als eine sehr gesellschaftliche Problematik herausgestellt. Es liegt also an uns allen. Schweigt nicht, sondern streitet. Streitet respektvoll, offen und argumentativ. Haltet gegen Hetze und Diskriminierung. Und natürlich, lasst einander ausreden. Wir wollen dieses Video abschließen, wie wir es begonnen haben, mit einem Zitat von Frank-Walter Steinmeier, nämlich aus der Weihnachtsansprache im Jahr 2019. Erinnern Sie sich noch, vor genau 12 Monaten hatte ich einen Weihnachtswunsch an Sie. Sprechen Sie auch mal mit Menschen, die anderer Meinung sind. Ganz viele haben das offenbar über das Jahr getan. Viele haben mir sogar geschrieben und berichtet von Diskussionen und Debatten, die sie bewegt haben in diesem Jahr. Mein Eindruck ist, ja, wir haben tatsächlich in diesem Jahr mehr miteinander gestritten. Es sind sehr politische Zeiten, in denen wir leben. Und von zu wenig Meinungsfreiheit kann in meinen Augen nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil. So viel Streit war lange nicht. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt mit all diesem Streit? Wie wird aus Reibung wieder Respekt? Wie wird aus Dauerempörung eine ordentliche Streitkultur? Wie wird aus Gegensätzen Zusammenhalt? Manche fragen ja vielleicht, trennt uns inzwischen mehr, als uns miteinander verbindet?
Und vielleicht erwarten Sie, dass der Bundespräsident in einer Weihnachtsansprache auf all diese Fragen eine salbungsvolle Antwort gibt. Die Wahrheit ist, das kann der Bundespräsident nicht. Er kann es vor allen Dingen nicht allein. Denn die Antwort geben Sie. Sie alle.